Céline Dion hat bewegende Worte über ihren Kampf gegen ihre Krankheit geteilt. 2022 erhielt die Sängerin die Diagnose einer seltenen Autoimmunkrankheit und machte sie öffentlich, nachdem sie ihre Welttournee absagen musste. Danach tauchte sie zunächst ab. Jetzt hat sie über ihr Leben mit der Erkrankung gegenüber einem US-Sender geredet. Dass die Krankheit, die zu einer Störung der motorischen Funktion in Form von Muskelverhärtungen und Krämpfen führt, ihre Stimmbänder angreift, setzt ihr am meisten zu. Es ist, als würde dich jemand würgen. Es ist, als würde jemand auf diese Weise auf den Kehlkopf drücken, erzählt Dion in einem exklusiven Interview für NBC Nightly News, das am 11. Juni ausgestrahlt wird. Dabei legt sie beide Hände um ihren Hals und ahmt eine Strangulation nach. Erst im Dezember hatte ihre Schwester Claudette Dion mit einem Gesundheitsupdate alarmiert. Sie arbeitet hart, aber sie hat keine Kontrolle über ihre Muskeln. Céline Dion habe die besten Forscher auf diesem Gebiet konsultiert. Doch sie können keine Medikamente finden, die wirken. Jetzt berichtet die Sängerin selbst, dass sie eine leidenschaftliche Köchin sei. Doch das chronische Syndrom sorge dafür, dass sich ihre Finger und Hände plötzlich in einer Position verkrampfen und sie diese nicht mehr lösen könne, sodass Kochen nicht mehr möglich sei. Das Stiff-Person-Syndrom könne auch in anderen Körperteilen auftreten, wie im Bauch, der Wirbelsäule oder den Rippen. Ich hatte einmal gebrochene Rippen, weil manchmal, wenn die Krämpfe sehr heftig sind, kann es zu Knochenbrüchen kommen. Der sehnlichste Wunsch der Kanadierin ist es, wieder auftreten zu können. Im März 2024 hatte die fünffache Grammy-Gewinnerin auf ihrem Instagram-Account entschlossen verkündet, eines Tages wieder auf der Bühne zu stehen und ein so normales Leben wie möglich zu führen. Wenn ich nicht laufen kann, werde ich kriechen. Aber ich werde nicht aufhören.